Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zum Fußballmanager 2012. Panky Dortmund empfängt Hertha BSC Berlin. Eine vermeintlich leichte Aufgabe, wie der Kicker zu schreiben weiß. Werden das auch unsere Spieler in die Tat umsetzen können? Werden sie 3 Punkte nach Hause holen? Das und vieles mehr in diesem Part. Ja, was eine wunderbare Introduktion. Ach, Bruce ist ganz gespannt. Ja, wird heute bald singen, ha? Ah, das könnte die Mannschaftskasse aufholen. Aufholen. Oh, da könnte jemand hochfahren, das gefällt mir. Ja, genau. Und die Jungs in Dortmund, die ziehen sich immer noch sehr, sehr gerne um. Einheitlich vor allem. Da gibt's einen Universal, da gibt's einen Dresscode, jede Woche einen neuen. Gibt's Themenwochen, ansonsten kommen sie nicht ins Stadion, ganz einfach. Richtig. Also, Christopher Eichholz sieht das auch so. Also, Christopher Eichel sieht das definitiv auch so, das stimmt, ja. Mit Nico Bung. Ach, das war doch hier Berlin mit Petric und so. Ja, wir erinnern uns. Petric? Petric ist HSV. Echt? Ja. Oh. Fail. Oh, das war Berlin mit Petric und so. Hui. Hui. Und das war ja Bunga Bunga mit HSV und so, ne? Ja, das hab ich nicht gemacht. So, meine Damen und Herren, mal gucken, ob wir heute im Laden Petric im Zaum halten können. Ja, wir werden gespannt, was das bringt heute. Mal gucken, ob uns wieder die Bude vollballert. Der Guck mal, ja? Da oben die Frau, die hat Bruce Dean. Oh, nee. Verstehen Sie? Bruce oh, Dean. Ja. Welche? Bruce Dean hat die. Ja, welche Nicht Größe? Nicht zu verwechseln mit Bruce Lee, ja? Verstehen Sie? So, bevor das Niveau hier noch weiter sinkt, Ergün, okay, es kann tatsächlich sinken. Ergün, hält den Ball. Der Ergün. Verstehen Sie? Nicht zu verwechseln mit Gülle, ja? Ja, der war jetzt schlecht. Ja, Ergün, nicht zu verwechseln mit Gülle. Oh, okay. Ja, Stefan, gun locked, wie immer. So, Berlin jetzt mit dem Konter, wir müssen aufpassen, da ist Arnus mit der Tiefraum in der Mitte, gut, dass er nicht aufgelegt hat, da hätte im Laden Petric gelauert. Faulern sie dann in aussichtsreiche Position, es gibt die gelbe Karte, ist das im Laden Petric? Nein, das ist Holger Zigerzi. Ja, den Ball, da gibt es viele Zigerzis. Ja, da gibt's die Mutter-Zigerzi, die Oma-Zigerzi, ne, der Großvater, der Almöi-Zigerzi. Ja, verstehen Sie, die haben es alle mit Ziegeln gemacht, ja. Oh, nee. Und da kam halt Zigerzi raus. Ja, genau. So, Bumstall ist jetzt links unterwegs. Und Gülle hat den Ball. Ja, der hat meinen Witz geklaut. Ja. Ah. Verstehen Sie? So, Arnus jetzt. Oh, oh, oh! Raphael mit dem 1:0! Die Fusion aller Raphaels. 14. Saisontor in der 32. Spielminute. Die vermeintlich leichte Aufgabe entpuppt sich als unlösbare Aufgabe. Ja, und ich habe es euch gesagt. Dieser Arnus Benatira, super Vorlagenmacher, ja? Und Oldhoff mit dem Ausgleich! Stopp, Bruce, stopp! Michael Oldhoff mit dem Ausgleich, aber auch bei Heimspielen herrscht rigoroses Gesangsverbot. Wer erkört den Singern? Dann gibt es eine Strafe. Ich hab den Ausgleich gemacht. Ich bin Michael. Michael, wechseln! Moment, wechseln! So. Genug für heute. Genug gesungen. Ja, das 2:1 darfst du. Oh, nee, du kannst ja gar nichts verschwinden. So, Enzo wird nochmal gefoult von Madlung. Gib nochmal den Freistoß hier, während Ludewig in die Partie kommt. Ja, also 42. Spielminute. Ja, klar. Ja, gut, hast du Tor gemacht und jetzt geh vom Platz. So, Ecke, mal gucken, was die einbringen. Wozu stelle ich die Frage eigentlich? Klos 2:1, sie bringt tatsächlich was ein. Zumindest im Nachhinein. Sagen. Und da umarmen sie sich, ja, Gruppenkuscheln, Gruppenkuscheln, hi, hi. Ja, verstehen Sie, Bruce möchte wohl auch gerne in Gruppenkuscheln.
weil er ist ja schwul. Genau. Verstehen Sie? Mhm. 2 zu 1 für Pinky. Wir führen so mustert, ey. Und dann wird die unlösbare Aufgabe doch wieder zu einer lösbaren. So, Team. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass alle Regeln, die ich aufstelle, eingehalten werden. Ich habe jetzt ein Statement an Michael Ortoff gesetzt. Und solltet ihr das nicht akzeptieren, dann nehme ich auch raus. Ja. Jeden Einzelnen. Und wenn genau. mein Wechselkontingent erschöpft ist, wechselt Platz. Sagen. Ja, genau. So, Irgen hat den Ball sicher. Wie bitte? Gülle. Ja. Nenn ihn bitte bei seinem richtigen Namen. Ja, Gülle. So, Ludewig spielt jetzt auf links, aber Bumster kann sie nicht durchsetzen. Sehr unglücklich heute, der wird auf jeden Fall ausgewechselt werden. Jetzt die Fusion à la Raphaels, schießt den Ball ans Außennetz. Glück in dieser Situation, aber Elias Burr wäre auch da gewesen. Und der Linienreferee da ganz unten hat man es gesehen, mit schönen Sidesteps die Linie entlang gejungelt. Fand das einfach schön gerade, wie er da entlang gelaufen ist. Hast du gesehen? Hab ich gesehen, ja, aber bist du sicher, dass er gejungelt hat? Ja. Aha. Okay. Definitiv. Ja, ja, nee, ich hab auch nur gefragt. Jungle. Hey. So, Klößchen, sieh dann. Ja, da muss der Ball schön auf Bumster, Ludewig. Oh, Ludewig! Mit dem Seitfallzieher und Oltorf, aka Ludewig, aka Klos, mit dem 3 zu 1. Mit dem Flugkopfball, müssen wir mal sagen. Ja, das gibt eine Trophäe. Bling! Wo habt ihr das denn gelernt? Verstehen Sie? Ja, verstehen Sie. So, Push für Boomstar. Oh, der Push up! Der Push für die Bruce Teen! Verstehen Sie? Die hätte von mir kommen können. Die Witz hätte von mir kommen können. Ach. Nee, die Brüste. Verstehen Sie? Genau, die Brüste hätten lustig. Von dem Kerl kommen können. So. Oh, Nico Bunga Bunga hier. Mhm. Wird gefault von Dani Klos, ja? Wieder dieser schöne Bug, wo das Pausenzeichen ist, obwohl das Spiel weiterläuft. Ja, klar. Na, das ist immer da, wenn ich an der Seitlinie gerade einen Kaffee genüsslich schlürfe. Würde dieser Raffaello seine zweite Booty macht. Super. Klasse. Bruce freut sich richtig für den HSV. Für den HSV, genau. Ja. Ich bin gespannt, ob Petric heute noch die Bude macht. Ach, ja. So, Ludewig, Junge, mach's doch, ey, Gülle, ey. Der Gülle hält auch sensationell da hinten. Ja, das ist halt Herr Gülle und der hält halt sensationell. So, Ludewig, schön auf Daniel Klos, doch jetzt muss was Produktives kommen, aber das kann man ja bei den Spielern vergessen. Wie bitte? Das passiert ihnen selten. So, Krebs, zu nah an Gülle. Ich meine, der versenkt ja alles in sich, ne? Da kann sie ja den Ball auch nicht mehr finden. Nee, das ist, wird immer neuer benutzt jetzt. Genau. Ja, gut, dass wir viele Bälle haben. Was? Das ist der letzte? Okay. Dann, Linienreferee, du musst dann endlich Gala und die anderen Bälle holen. Oh nee, das war knapp. Hui. Oh nee. Ja. Mit oder mit ohne? Mit ohne! Gibt's nicht. Oh. So, geht er jetzt hier? Wie er da reinkommt. Du, ja, und du auch, yeah! Hey, ja. Hey, na, hey! Na, lange nicht gesehen, ey. Wow, hi! So, 2 Minuten Nachspielzeit. Krebs geht an der rechten Seite entlang. Vorteil, Enzo sieht dann. Ja, das war's. Und wir gewinnen 3 zu 2 Erwartungsgemäß. Das war's. Boah, hier stinkt's nach Gülle. So. Die hätte von mir kommen können. Ja. Die hätte von mir kommen können. Das habe ich der gesagt. Ja. Die ja. Bruce, die. Ach, ich denke,
Ballbesitz und Brustibesitz ist genauso wichtig. So, gucken wir auf die Ergebnisse. Wir verbessern uns auf Platz 5. Champions-League ist wieder drin. Nur wir sollten jetzt wirklich bis zum Ende alles gewinnen. Ich glaube, im nächsten Spiel erwartet uns der FC Bayern München. Da wäre jetzt mal so ein Sieg angebracht, würde ich mal sagen. Ja, vor allem, weil wir dann wirklich Platz 4 sicher machen können. Also nicht sicher, sondern belegen können. Und ja, ich bin der gleiche Elias Bier, wie immer. Ich meine, ich bin der gleiche Elias Bier, wie immer. Nur... Hier habe ich meinen Text vergessen. Genau. Da hat mir der Jens den Zettel nicht weitergeschrieben. Lass mir was übrig. Gruß Jens. Vergiss es. Knacks, der Brutzler von Wiesenhof. Hey, ist das eine Wurst. Das Knack sollte dieses Abbeißgeräusch simulieren. Ich weiß nicht, ob man es verstanden hat. Nee, gut, dass du das gesagt hast. So, quatschen wir mal mit diesen Rosettenschleckern. So, mit dem und ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Chucky Rumbadilum. Ja, Chucky Rumbadilum. Dilum, nicht oh, dumm, oh. Dilum. Wichtig. So, Taktik allgemein. Hier mache ich jetzt heftige Fitness. Wobei, das wäre, glaube ich, bei zwei englischen Wochen hintereinander nicht so clever. Dann machen wir Aufbauspiel und hier Keeperfähigkeit. Nee, ist ja schon drin. Super duper mupa. Was klar, richtig Fitness heftig. Das ist dann, was ich wieder brauchen. So, Champions League. War es am Endspiel ebenso wie die Tottenham Hotspurs? Und wir gesellen uns dazu in der Euroleague. Ja, wir kommen auch ins Finale. Das ist ein Triple Threat Finale. Nee, ein fatales Vierwege-Finale, dachte ich. Ja gut, können wir auch machen. So, irgendwas ändern? Ich würde sagen, nee, ne? Nee, never change a winning team und so. Trotzdem bin ich auch nur mal sicher. Den Pierre mal wieder spielen lassen, aber irgendwie Enzo macht's halt im Moment. Ne? Enzo macht's, deshalb darf Enzo auch spielen. Der Pierre ist darüber hinaus schon 29. Meine Damen und Herren? Also das ist ja... Ja? In FM, das ist ja im FM 17, ne? Und das ist ja uralt. Ja. FM ist da 12. Ja, ja, okay. Und wie alt ist Enzo dann? 7. So, liebe Leute, okay. Dankeschön fürs Zusehen. Im nächsten Part geht's weiter gegen Sunderland. Tschüss. Au revoir.